Habt ihr diesen Trailer gesehen und euch gedacht, so sieht Star Wars aus? Die Story, die Kampfsequenz, die Atmosphäre, die Musik. Einfach ein richtig gutes Gefühl und kein Zweifel daran, dass das die Essenz vom richtigen, eigentlichen Franchise ist. Keine Weichspülung, keine freundlichen Schurken, aka Konsequenzlosigkeit. Ihr erinnert euch, ja, so geht es uns auch. Der Star Wars The Old Republic Disorder Trailer ist vor 3 Tagen veröffentlicht worden und zeigt eine traurige Wahrheit. Eine traurige Wahrheit, die eventuell eine positive Nachricht für die Zukunft verbergen könnte. Denn der Disorder-Trailer spiegelt Star Wars so wider, wie wir Fans es für richtig halten. Kaum etwas vereint die Star Wars-Fans so, wie das aus dem Jahr 2011 stammende The Old Republic. Nicht zwanghaft das MMORPG-Spiel, sondern die Cinematic-Trailer. Aber was daran ist traurig? Nun, schaut selbst. Als Episode 7 herauskam und Disney einen neuen Start für ihre Version geschaffen hatte, wurde schnell eines klar. Nicht nur die Story bezog sich null auf die Prequels, sondern auch der Stil. Insbesondere der Lichtschwertkampf. Einst in den alten Teilen mit jedem Ableger verbessert, wie man deutlich am ersten Kampf zwischen Obi-Wan gegen Vader und danach zwischen Luke und Vader sehen kann, schafften George Lucas und sein Stunt- und Lichtschwert-Choreograf Nick Gillard etwas Einzigartiges. Etwas wirklich Neues, was eine ganze Generation an Fans inspirieren sollte. Die Lichtschwertkämpfe aus Episoden 1 bis 3, Darth Maul gegen Obi-Wan und Qui-Gon Jinn als eines der besten Beispiele. Schnelle, schwungvolle und unglaublich schön anzusehende Kämpfe aus einer weit, weit entfernten Galaxis. Nicht nur The Clone Wars übernahm diesen Stil im Animationsraum. Spiele wie Star Wars The Force Unleashed und The Old Republic waren stark von diesem Stil geprägt. Diese Lichtschwertkämpfe signalisieren uns den 1000 Jahre alten und weisen Jedi-Orden als Elite und Hüter der Galaxis. Genau das war Georges Ziel. Die originale Trilogie war daher ein Rückschritt und das passt gut in die Lore. Es gibt keine Jedi-Meister, keine Übungen im Temple of Coruscant. Der einzige wirkliche Lichtschwertnutzer war Darth Vader. Und er war ein Cyborg, eine diabolische Maschine. Er war nicht sonderlich schnell und das brauchte er auch nicht zu sein. Erst Luke brachte Wind in die verstaubte Kunst und war in Episode 5 jedoch nicht stark genug, nicht weit genug, seinen Vater zu bezwingen. Und trotzdem entschied man sich 2014 beim Dreh von Episode 7 bewusst gegen diese Art von Lichtschwertkämpfen. Alle 3 Filme zeigen uns, wie langsam die beiden neuen Protagonisten kämpfen. Nicht per se die Geschwindigkeit, sondern der Fakt, wie sie ihre Schwerter nutzen. Rey sticht, Kylo schwingt, als würden sie beide schwere Schwerter nutzen. Echte Stahlschwerter, wie man sie aus dem Mittelalter kennt. Aber so funktionieren die Waffen der Jedi und Sith nicht. Kein Wunder also, dass viele Fans bis heute die Lichtschwertkämpfe aus den Sequels vergessen haben. Niemand spricht mehr darüber, wie Kylo und Rey auf dem Todesstern kämpften. Beide voll ausgebildet und in ihrer Prime. Das ist wichtig zu erwähnen. Außer in solchen Vergleichen wie heute, wie wir es machen, hört man nichts mehr dazu. Warum also liefert der Trailer für ein so altes Spiel genau die Lichtschwertkämpfe, wie wir sie lieben? Das kann und hat mehrere Gründe. Einerseits stammt The Old Republic aus der alten Ära. Es wurde veröffentlicht, bevor Disney Star Wars übernommen hatte. Die Richtung und wie das Spiel designt und publiziert wurde, gingen auf die Prequels zurück. So behalten sie ihren Stil bei. Des Weiteren könnten die Regularien weniger hoch sein. Was meint wir. Das Spiel wurde nach der Übernahme als Legends abgestempelt und fungiert damit nicht mehr als direkter Bestandteil des Star Wars Kanons. Es ist also nicht zwanghaft Teil der Geschichte. Eher ist es eine Legende, bis sie durch den Kanon bestätigt wird. Wie im Falle von Darth Bane, der durch Clone Wars kanonisiert wurde. So haben die Entwickler BioWare mehr Freiraum und dürfen uns das erzählen, was sie möchten. Es muss nicht family-friendly sein, es muss nicht zielgruppenorientiert sein, da es eine bestehende Fanbase besitzt und eher die alten Fans abholt. So sieht es vielleicht Disney. Allein die von Darth Maulges ausgeführte Hinrichtung im Trailer ist brutaler als alles, was wir in den Live-Action-Medien von Star Wars seit der Übernahme im Jahr 2012 sehen durften. Weder The Mandalorian noch The Book of Boba, die ja jetzt eigentlich in eine bessere Richtung als die Sequels gehen, reichen dem hier das Wasser. Über 1,3 Millionen Aufrufe für den Trailer eines über 10 Jahre alten Spieles beweisen uns, warum wir fassungslos sein müssen. Fassungslos, weil diese Essenz es bis heute nicht auf die großen Leinwände, geschweige denn unsere Fernseher im Streaming-Zeitalter geschaffen hat. Die Reaktionen, die tausenden Kommentare sprechen einen Satz. Das in Live-Action.
Disorder von The Old Republic ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein Duell zwischen Jedi und Sith ablaufen müssen. Die Choreografie des Kampfes und der Einsatz von Machtfähigkeiten müssen auf einem gleich starken Niveau sein. Kein Zurückhalten, nur die pure, rohe Kunst und Brutalität des Lichtschwertkampfes in Live-Action. So wie wir es in den Prequels gesehen haben. Es ist de facto, was wir Fans von kommenden Jedi- und Sith-Geschichten und Filmen, ja auch Serien, sehen wollen. Und vielleicht, das ist unsere Hoffnung, wird es irgendwann soweit sein. Die Rückkehr von Clone Wars, Bad Batch als eigene Serie, die 501. Legion in Live-Action, Ahsoka. All diese Dinge erschienen nach den Sequels und beinhalten die Prequels. So sehen wir. Disney traut sich mehr und mehr, die von George Lucas zuletzt erschienene Ära in Star Wars zu implementieren. Und wer weiß, eines Tages wird unser Traum vielleicht endlich Realität.